Egal, was jetzt kommt, es kommt. Und genau, ich habe vor kurzem einen Song angefangen zu schreiben, den möchte ich gerne vortragen. What was that? Niki, ich mache gerade ein Video. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, das jetzt auch schon zum 15. Mal, weil ich immer versuche, hier das so gut wie möglich einzuspielen. Also, wie gesagt, ich arbeite an dem Song und viel zu lange gesabbelt, ne? Vergiss es. Hi, ich möchte euch kurz einen Song vertragen. Vertragen. Ja, nee, ist klar. Hi, ich habe vor kurzem einen Song angefangen zu schreiben, den ich gerne vortragen möchte. Egal, was ihr von ihm oder von mir halten solltet, ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund und vor allen Dingen genießt eine friedliche Zeit. Vertragt euch. Das war ich kurz mal aufgebracht. Da geht es schon los. Hab nicht drüber nachgedacht. Nein, sollte ganz anders sein. Also einmal gebe ich ihm noch. Egal, was kommt, es kommt. Jetzt kommt's aber, Dicke. Es wird richtig, richtig gut. Heute war ich kurz mal aufgeregt. Hab die Arbeit abgelegt, hab an nichts Besonderes gedacht, doch fühlte mich besonnen und wach, als ich selbst dann vor mir stand, mit einem Zepter in der Hand, dessen Macht mich überkam, und ich den Rest der Welt wahrnahm. Ich sah Kreaturen stehen und gehen, die nicht hören, die nicht sehen, nur aus leeren Augen starren, doch stets auf ihr Recht beharren, an deren Mund konnte ich erkennen. Es ist schon reichlich spät, ich wollte mich für den nächsten Morgen betten, bevor die Sonne untergeht. Diese Welt ist wie ein Kaffee, in dem ich mich als Fremden sehe. Auch dessen Kaffee macht mich schläfrig. Ich will kein Leben im goldenen Käfig, der einen immer dazu drängt, Bettler für andere zu sein, still, stumm und klein. Ein stummer Schrei, der schnell verhallt, erweckt den Teufel in Gestalt. Ja, auch wenn ich kein Fan von ihm bin, er sollte hier auch auf seine Kosten kommen. Und Gott segne euch.